Ja, moin moin ihr Lümmel und herzlich willkommen zu Ark Survival Evolved. Dies ist mein erstes Mal tatsächlich auf The Island. Wir sind hier auf The Island unterwegs und ich habe meine ersten Erfahrungen mit Ark auf der Lost Island Map gemacht. Somit kann ich schon ein bisschen so die Grundmechaniken, aber auch, ich glaube noch nicht alle. Als erstes fahren wir mal ein paar Dodos. Oh, sehr schön. Ja, und ich wollte dazu mal eine Videoreihe machen. Ich hab die ganze Zeit überlegt, auf welche Map gehst du denn? Was? Oh, tut mir leid. Okay, sind wir cool. Und ich hab die ganze Zeit überlegt, auf welche Map gehst du denn? Und dann dachte ich erst an Ragnarok, weil die ja relativ viel gelobt wird, die Map. Hab mir dann aber letztendlich gedacht, komm, geh mal auf The Island, auf die Map, wo jeder wahrscheinlich mal angefangen hat. Und erlebe einfach mal das Original. Und das machen wir jetzt. Und wir werden das hier schön gemütlich angehen, die ganze Sache. Kein Stress. Und nun schauen wir mal. Ich habe hier ganz viel Kram, da schmeiße ich mal alles raus. Ich glaube, das brauche ich alles nicht. Tschüss. So, da geht's schon los. Da bin ich mir immer unsicher, was machst du am Anfang? Ich würde sagen Gesundheit, ne? Alle Punkte auf Gesundheit. Die Sachen kann ich anscheinend schon. Lagerfeuer brauchen wir ja. Die Axt brauchen wir. Den Speer lasse ich jetzt mal weg. Und ich schätze mal, dass ich halt... Oh, das machen wir mal. Damit ich erstmal was zum Anziehen habe. Schuhe. Wer läuft denn ohne Schuhe rum? So. Das können wir jetzt alles. Und jetzt muss ich mal gucken, können wir auch schon irgendwas herstellen. Ja, die hier. Perfekt. Stellen wir die einmal her. Ich freue mich drauf. Ich bin wirklich gespannt, wie die, ja, die ursprüngliche Map so von Ark ist. Ach, verdammt. Da geht's schon los, ne? Gleich schon mal die zweite hergestellt. Perfekt. Sehr gut. So, nehmen wir die am besten mal in die Hand. So, wir brauchen Steine und Feuersteine, damit wir die nächste Axt herstellen können. Die nächste Axt. Braucht man eine Axt? Ja, wie gesagt, ich habe meine ersten Erfahrungen. Das ist zwar kein Stein, aber ist schon mal ein bisschen Leder und Fleisch, ne? Mit der Spitzhacke auf die Dodos. Immer leid, immer kleiner. Sehr schön. So, ein Stein. Da haben wir ein paar Tricera-Topse, sagt man das so? Wie gesagt, ich habe meine ersten Erfahrungen auf der Lost Island Map gemacht und ich muss wirklich sagen, also ich war begeistert. Ich war sehr begeistert. Aber Ark ist auch so ein bisschen, ja, macht Spaß. Kann auch sehr frustrierend sein. Ich glaube, wir schauen mal kurz hier, was wir gehen wieder auf. Gehe ich auf Ausdauer. Machen den Hut. Den Lederschlafsack müssen wir auf jeden Fall machen, ne? Damit wir einen Respawn-Punkt haben. So viel weiß ich schon. Gelernt auf Scorched Earth. Kann ich das nur auf Scorched Earth auf der Map lernen oder kann ich das auch hier lernen? Ich weiß noch nicht. Na gut. So, aber wir wollten ja nach Stein gucken, ne? Ich laufe auch direkt mal landeinwärts. Jetzt kann man schauen, wo sind wir denn hier überhaupt auf der Map? Manchmal so krass überbelichtet. Ich habe auch keine Ahnung von der Größe der Map. Ob die jetzt irgendwie viel größer ist oder kleiner als die Lost Island Map oder wie auch immer. Ah, er ist schon ein bisschen aufgeregt. Oh, da haben wir ein paar Dilos, ne? Oha, der, guck mal. Oh, Raptoren. Da ist schon mächtig Action. Na, wir halten uns immer noch ein bisschen zurück. Oh, guck mal, was haben wir hier denn? Oh, die kann ich tatsächlich aufmachen. Was ist das? Ja, cool. Haben wir das auf jeden Fall? Dafür habe ich auch ein Level-Up irgendwie bekommen. Okay, ja, nehme ich gerne so hin. Ja, aber wir brauchen jetzt mal einen Stein. Damit wir ein bisschen Feuerstein abbauen können, damit wir die Axt machen können und so weiter, ne? Ihr kennt das wahrscheinlich alles schon. Für mich ist das alles hier noch... Neule. Ah, geht schon los. Kannst du gleich mit aufhören, du Lümmel. Hm? So nicht, Kumpel. Ja, ist gut. Ich gebe dir was zu trinken. Alles gut. So, da haben wir auch einen Stein. Perfekt. Ja, ich freue mich sehr auf die Map, muss ich wirklich sagen. Die soll ja noch so ein bisschen... Ja, hier soll es ja nicht so viel Fantasy-Monster, sag ich mal, geben. Wenn ich das richtig weiß. 7 Punkte?
Okay, okay. Dann machen wir erstmal alles. Warum habe ich denn so viele Punkte? Leute, Leute. Oh Gott, oh Gott. Ab, du dreckiger. Oh, der schafft mich. Der schafft mich. Perfekt. Nice. Okay. Dann würde ich hier tatsächlich auch wieder spawnen. Ja. Ich glaube, das gehört zu Ark ein bisschen dazu. Guck mal, da vorne ist schon unser Zeug. Da ist auch der Dilo. Ihr werdet wahrscheinlich gleich wieder plätten, ne? Hier haben wir auch Stein, den wir gleich abbauen können. Ah. Und gleich komme ich ja irgendwie ein bisschen drumherum. Ach, der wird uns sowieso sehen, ne? Aber lass mich vorher mein Zeug einsammeln. Oh. Guter Dilo. Alles mitnehmen, bitte. Ach, der Krams hier immer, ne? Das brauche ich, glaube ich, auch nicht mehr. So, da hinten müssen wir aber hin, da wo er auch ist. Können wir jetzt hier schon irgendwas herstellen? Können wir die schon herstellen? Ne, der Feuerstein fehlt. Ne, ich muss halt einmal auf den Stein hauen. Das nützt wohl alles nichts. Ja, nicht? Bin mir gar nicht sicher, ob die Axt mehr Schaden an Dinos macht als die Spitzhacke. Auch keiner zum Kaputthauen oder was? Ja, der hier. Der ist gut. Auch schon ein bisschen Metall. Den bauen wir mal komplett ab. Genau deswegen. Oha, da haut er aber lange drauf rum. So. Dann machen wir uns jetzt fix die Axt. Ein Lagerfeuer können wir uns auch schon herstellen. Fackel machen wir uns auch. Alles herstellen. Schon wieder ein Punkt. Dann würde ich jetzt mal auf Gewicht gehen. Jetzt haben wir 73 Punkte. Das geht aber am Anfang immer echt zügig. So, was braucht man denn alles? Die Steinschleuder, glaube ich, brauchen wir. Wir brauchen auf jeden Fall Narkosemittel. Zündpulver. Mörser und Stößel braucht man sowieso. Das Bett braucht man. Das Fernrohr können wir auch schon machen, glaube ich. Oh, Dach schräg. Die Holzkiste. Können wir auch schon den Schrank leeren? Jetzt muss man eben schauen. Holzknüppel nehmen wir auch. Kompass lasse ich nochmal. Wie viel haben wir noch? 38 Punkte. Dann würde ich sagen, schauen wir mal eben hier. Moment, glaube ich, brauchen wir noch nicht machen. Wo haben wir denn den Schrank? Brauche ich den Schrank vielleicht noch nicht. Gut. Beet und sowas machen wir noch nicht. Bola brauchen wir auf jeden Fall. Mache ich den Bogen? Ich glaube schon. Beide müssen wir auch auf jeden Fall lernen. Wie gesagt, durch meine ersten Erfahrungen jetzt mit Ark weiß ich in Anführungsstrichen schon ein bisschen was, was wir machen können oder sollten. Am Anfang wusste ich wirklich überhaupt nichts, was ich hier machen soll. So viele Sachen, die hier zur Auswahl stehen, und ich wusste überhaupt nicht so, wofür gibst du jetzt deine Punkte aus, wofür nicht. Die Infusionsanlage habe ich noch nie gemacht, aber da ich im Singleplayer unterwegs bin, denke ich mal, brauchen wir die auch gar nicht, ne? Wir machen uns noch hier den Türrahmen und die Strohtür. Und dann können wir uns schon mal ein kleines Häuschen bauen. Den Speer lasse ich mal weg. Ich glaube, den brauchen wir wirklich nicht. Den Knüppel nehmen wir halt zum, ja, Knüppeln. Falls ein paar Dinos frech werden. Den Rest würde ich jetzt tatsächlich erstmal lassen. Und den Zement können wir ja auch schon lernen. Da brauche ich ja nicht mit warten. Da werden wir früher oder später werden wir den brauchen. Okay. Auf Holz werde ich jetzt gar nicht mal gehen. Glaube ich. Ich glaube, ich brauche ihn nicht, weil wir kriegen ja hier, glaube ich, irgendwann so Steinzeug. Und da würde ich direkt auf Stein gehen eigentlich. Die hätte ich mir jetzt so gedacht. Gut, gehen wir mal ein Stückchen weiter. So, da unten haben wir auch noch mehr Dilos und Raptoren. Der ist mal nicht so gut für uns. Ja. Okay, gucken wir uns erstmal um. Uiuiui. Ja, perfekt. So viel dazu. Also. Kann ja hier schon mal ein bisschen Holz und Stroh mitnehmen.
eine. Jetzt müssen wir gleich erstmal wieder was trinken gehen. Ich muss mal schauen, können wir uns denn schon hier irgendwie den Wasserstoff oder so herstellen? Können wir noch nicht, dafür fehlen uns Fasern. Eine Sichel konnte ich, glaube ich, noch nicht herstellen. Und für Fasern, die kriege ich ja, glaube ich, so, ne? Wie war das noch? Hier, genau, einfach so einsammeln, ne? Da ist alles dabei. Sehr schön. Okay. Huch, wo bin ich denn hier hochgelaufen? Hoppala. Das habe ich gar nicht gemerkt, dass ich hier eben hochgelaufen bin. Leute. Da müssen wir mal gucken, dass wir hier vielleicht irgendwie... Kommen wir hier an Wasser ran? Also dieses Durstproblem, das hatte ich schon sehr häufig. Aber ich bin noch nie verdurstet. So schlimm war es noch nie. Geht hier vielleicht irgendwie so ein Fluss hoch rein oder so? Hm. Nee, irgendwie nicht. Okay. Ja, ja, ist ja gut. Ich kümmere mich ja. Alles gut. Alles wird gut, mein Lieber. Hier unten, ne? Kommen wir so runter? Das sieht nicht so aus. Okay. Hier kommen wir runter. Perfekt. Hier gehen wir schnell runter. Hier haben wir schon Stegos. Ist eher für einer. Ihr macht doch nichts. Ne? Ihr seid cool, oder? Alles ist gut. Ich tue euch nichts. Ihr tut mir nichts. Wir verstehen uns. Super. Wir haben auch erschöpft. Oh ja, er ist völlig am Ende, ne? Völlig am Ende, der Gute. So, ich würde sagen, wir haben ja schon ein Lager voll, ne? Das stellen wir mal eben hier hin. Können wir uns schon mal ein bisschen Fleisch fertig machen. Sehr schön. Und jetzt schauen wir mal. Die habe ich schon hergestellt. Dann setzen wir mal den Hut auf. Perfekt. Und dann stellen wir uns die Sachen nicht her. Den Wasserbeutel stellen wir uns her. Muss ein paar Fasern einsammeln. Und mit dem Wasserschlauch auch. Dann schieben wir uns den hier auch mal unten rein. Das klang äußerst komisch. Oh, dann können wir hier mal rüber. Und haben wir unser Feuer. Das ist, glaube ich, ganz gut hier, ne? Die Ecke. Hier haben wir erstmal anscheinend keine Raubsaurier. Dass wir uns mal eben ja, mal in Ruhe versorgen können. Hier haben wir so ein Loot-Gedöns. Gehen wir mal ran, gucken mal. Können wir das... Was haben wir denn hier? Ach so, guck mal, da brauche ich das doch nicht herstellen. Den Hut hatte ich nur auf, ne? Dann lassen wir den hier einfach so. Und das schmeißen wir wieder raus. Perfekt. Sehr gut. Okay. Dann schauen wir mal weiter. So einer ist, glaube ich, gar nicht verkehrt für den Anfang, ne? Hallo, Kumpel. Ein weiblicher Parasaurus. Okay. Den müssten wir... Ja, erstmal irgendwie betäuben, ne? Bräuchten wir eine Bola und so weiter. Erstmal alle herstellen. Und jetzt, wo haben wir denn den Knüppel? Hier haben wir den Knüppel. Da fehlt uns ein bisschen Holz. Das besorgen wir uns fix. Und wir versuchen es direkt. Mal gucken, ob der Plan aufgeht. Ich bin mir nicht sicher. Ich werde ihm einfach auf die Glocke hauen. Und dann gucken wir mal, was passiert. Da würde ich jetzt hier wieder auf Gewicht gehen. Und jetzt haben wir hier wieder ganz viel Sachen zum Lernen. Uiuiui. Parasaurus ist der Sattel hier schon. Ich gebe das mal hier oben ein. Parasaurus-Sattel. Den machen wir uns direkt. Mal gucken. Gucken, ob der ganze Plan aufgeht, dass wir uns vielleicht sogar schon in der ersten Folge ein Parasaurus zähmen können. Jetzt muss ich bei ihm schauen. Pachi. Hier können wir nur, ich habe gerade geguckt nach dem unserem Flügli, nach dem Piti, sag ich mal. Ob wir dafür schon was lernen können, noch nicht. Okay. Bin überladen. Ich schau mal eben, was wir denn dafür brauchen. Leder. Wir müssen ein paar Dodos noch weghauen. Oder halt was anderes. Dann würde ich sagen, schmeißen wir jetzt erstmal die Steine raus. Haben wir Mejo-Bären? Haben wir auch. Bis 10, ne? Wir brauchen noch ein bisschen Leder. Und dann würde ich sagen, versuchen wir ihn hier zu 10 Sattel herzustellen. Das wäre ja schon mal ein fantastischer Anfang. Jetzt müsste ich nur noch
ein bisschen Leder bekommen, damit wir uns den Sattel auch direkt craften können. Das wäre ja schon mal nicht schlecht. Aber die Jungs hier... mit Herzchen. Es wird, glaube ich, noch nichts bei denen. Ich habe doch hier eben so einen Kleinen gesehen. Der hat mich auch gesehen. Er hat mich auch gesehen. Was? Was habe ich denn? Irgendwas habe ich hier gezähmt anscheinend. Annehmen. Ja, ist okay. Komm her, du kleiner Sack. Happy Leon. So, jetzt habe ich dich getroffen. Sehr schön. So, du Lümmel. Schluss mit dem Blödsinn. Der war ja richtig frech. Das kannst du behalten. Okay, okay, okay. Was habe ich denn da gerade gezähmt? Ich weiß überhaupt nicht, was da los war. Das war ja komisch. Ich weiß es wirklich nicht, Leute. Sorry. So, reicht das schon für den Sattel? Nee, reicht noch nicht, ne? Wir brauchen... ein bisschen brauchen wir noch. Einen bräuchten wir noch von dem. Wir noch so einen kleinen Frechdachs. Ich glaube, die lasse ich mal lieber in Ruhe. Was bist denn überhaupt für einer? Ja, 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 ja. Au! Okay. Was ist denn mit euch los? Digga. Ich weiß sogar nicht, was hier los ist. Warum bin ich denn so langsam? Meine Güte. Eskalation. So haben wir es aber nicht vorgestellt. Noch mega langsam. Was ist denn los, Leute? Hau ab! Hau ab von mir! Oh, wirft ihr einen Stein auf mich? Geh weg jetzt! Das ist überhaupt nicht nötig. Oh, ist wohl doch nötig. okay. Ich sollte mir mal den Schlafsack hier hinlegen. Mal gucken, ob wir da... wo das ist. Was bist du denn für einer? Eine... ein Trilobit? Naja, ihr wisst was. Ihr wisst schon, was das ist. So, wo sind wir denn jetzt hier? Ah, jetzt müsste ich hier wieder ganz rüberlaufen, ne? Was machen wir? Na, das ist ja... geht ja wild los hier. Mal schauen, ob wir unsere... oha. Raptor. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Leute, 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 Leute. Ganz easy machen wir das eben, ne? Schön den Parasaurus zähmen, drauf reiten. Nee. Machen wir nicht. Ach, hier sind wir in der Ecke. Okay, wir versuchen wieder hinzulaufen. Mal gucken, ob das klappt. Dann müssen wir einmal hier hoch. Genau, hier war das, ne? Hier müssen wir einmal hochgehen und dann... die müsste ich doch auch am Strand lang laufen können. Genau, hier, ne? Können wir, hier sind wir auch hier am Wasser, ne? Können wir auch direkt wieder was trinken. Er ist schon wieder erschöpft. Da ist er müde. Genau, trinken wir erstmal was, dann wäre doch alles gut, ne? So, dann schwimmen wir hier einfach rüber. Einfach, hoffe ich zumindest, dass wir das so einfach machen. So. Mensch, auf die Unterwasserwelt bin ich auch echt gespannt. Mal schauen, was uns da alles erwartet. Komm ich hier irgendwie durch? Oder schaffst du das? Kämpft die durch. Das ist auch wahrscheinlich der umständlichste Weg, den man gehen kann. Bis ich angekommen bin, ist wahrscheinlich mein ganzes Zeug auch schon wieder weg. So, jetzt warten wir mal kurz, bis wir uns ein bisschen erholt haben. Muss doch hier durch, oder? Oh, hey je, hey je. Na gut.
Digga. Sieht nicht so freundlich aus. Sah aus wie ein Hai, ne? Da, guck mal, Leute, da haben wir es doch. Kein Problem, da gehen wir hin. Einfach so, ganz easy. Da ist auch keiner mehr, der auf uns wartet. Der uns irgendwie was Böses will. Ich weiß nicht, wie ich den einen Saurier davon gezähmt habe. Der war auf einmal, hat er jetzt sich mir einfach angeschlossen. Hat auch ein bisschen mit gekämpft, glaube ich, ne? So, du bist immer noch... Die sind immer noch da, ne, die Lümmel. Ich darf den halt nur nicht auf die Pelle rücken. Das haben sie halt nicht so gerne. Ist okay. Und der lebt immer noch. Der Pego Mastax. Das ist mein Bruder, ne? Also mein Kumpel. So. Ein Taschendiebstahl. So, ihr lasst mich jetzt bitte mal eben mein Zeug hier nehmen. Danke. Ja, genau. Da würde ich mir auch direkt einkacken bei denen, wenn die hier vorne schon wieder stehen alle, ne? So. Alles gut. So, da hinten haben wir einen Dodo. Der könnte das letzte Leder haben, was wir brauchen. Muss ich aber echt ein bisschen aufpassen, ne? Ich weiß gar nicht, was ich mit dir machen soll. Jetzt habe ich ihn irgendwie aufgehoben. Habe ich jetzt wieder... Ach so, der Si- Aha. Okay, okay. So, denn. Jetzt ziehen wir uns erstmal an, Leute. Und wir gucken mal nach unserem. Wir hatten doch hier irgendwo unser Feuer. War das hier? Ja, hier, ne? Ist schon wieder aus. Ist nicht schlimm, aber Fleisch sollte doch ein bisschen was drin sein. Perfekt. Nehmen wir uns alles mit. Schmeißen wir auch direkt wieder an. Schau mal, Schlafsack. Nee, wir wollten uns... Ich wollte gerade einen Schlafsack herstellen. Aber ich würde sagen, wir machen es tatsächlich erstmal... Den kleinen Affen da, den kann ich doch mit Sicherheit erlegen. Komm her. Sorry, Kleiner. Ich brauche nur dein Leder. Es tut mir leid. Halt still jetzt. Halt doch still. Tut mir leid, Kleiner. So. Das sollte jetzt wohl reichen, ne? Jetzt schaue ich direkt mal nach dem Sattel. Ich weiß gar nicht, ob das so... Ja, hier werden wir ihn nicht finden. Hier haben wir ihn, ne? Einmal herstellen, bitte. Wollen wir noch 20 Leder für einen Schlafsack. Ob ich den jetzt hier in Ruhe zähmen kann? Ich wage es fast zu bezweifeln. Weil die anderen Lümmel ja hier noch mit rumturnen, ne? Ist gar nicht so gut. Schmeißen wir mal eben was raus. Das brauche ich alles noch nicht unbedingt, ne? Denke ich doch. Gehen wir hier wieder auf Gewicht. Hier schauen wir nochmal, was wir hier machen können. Okay, das ist alles noch hier die Ledersachen. Schießpulver und so weiter. Das müssen wir sowieso lernen, ne? Dann würde ich sagen, machen wir das direkt. Hat er Leder? Ah, da. Ja, okay. So, aber jetzt müssen wir das mit ihm hinten erstmal regeln. Dass wir da in Ruhe auf ihn einknüppeln können. Apropos Knüppel, wir sollen uns einen herstellen. Ich hoffe, das reicht auch, dass ich einfach mit dem Knüppel immer draufhau. Und dass er dann unmächtig wird, ne? Da haben wir den Knüppel. Können wir herstellen. Pfeile können wir alle herstellen. Sammeln Fasern ein. Können wir uns zumindest nochmal den Bogen einmal machen. Das sind gerade die Pfeile, ne? So, sind das genug? Ja, sind genug. Einmal herstellen, bitte. Packen wir jetzt den Knüppel hier hin. Und den Bogen hier hin. So. Die Pfeile hat er da schon drin. Okay. Dann gucken wir mal, ob das klappt. Bin selber gespannt. Wenn wir erstmal so ein bisschen versuchen, von der anderen Seite ranzukommen. Hopp. Ne, nicht ihr schon wieder. Ihr macht nur Ärger.
Aber das ist aber ungünstig hier. Komme ich so durch, ohne dass sie mich angreifen? Sieht gut aus. So, jetzt weiß ich nicht, ob das klappt. Wir probieren es einfach aus. So, Kleiner. Auf die Glocke. Leg dich schlafen, Bruder. Leg dich hin. Alles ist gut. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Nun leg dich hin. Leg dich doch bitte hin. Na komm schon. Leg dich hin. Sehr gut, mein Kleiner. Sehr gut. So, jetzt kriegst du hier ein paar leckere Bärchen von mir. Und dann hoffen wir mal, dass wir den gleich haben, ne? Testen wir unsere Schießkünste aus. Ja, klappt. Müssen wir nur darauf achten, dass wir hier nicht irgendwie angegriffen werden, ne? Okay, okay. Bisschen Leder besorgen. Ja, also die Lümmel da hinten, die lasse ich erstmal in Ruhe. Mit dem können wir uns dann ja schon mal ein bisschen fortbewegen hier vom Strand. Das ist doch schon mal gar nicht schlecht. Namen gebe ich denen nicht mehr. Ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass sie mir zu schnell wegsterben. So, Sattel auf. Wunderbar. Da bin ich doch sehr zufrieden mit. Dann würde ich sagen, gehen wir hier wieder auf. Also ich würde immer Gesundheit, Ausdauer und Gewicht machen. Da lacht er. Ho, ho, ho. Ja, fantastisch. Okay, dann gehen wir hier weiter auf die Ledersachen. Okay, da geht schon gar nicht mehr. Schießpulver können wir noch machen, das brauchen wir sowieso. Wir haben eine Leuchtpistole. Die hatte ich, glaube ich, auch noch nie gehabt. Mhm, so, dann steigen wir auf. Auch schon zwei Saurier. Jetzt hebt die mir selber ganz, ganz begeistert. So, bauen würde ich tatsächlich, wenn, dann immer in der Nähe vom Wasser. Was war das denn? Was war denn das jetzt schon wieder? Oh, Leute. Das Spiel macht mich mal wieder so fertig. Haben wir den auch schon gelevelt. Ein Traum. Können wir schon mal ein bisschen farmen, so, ne? Perfekt. Nicht den Stego angreifen jetzt, bitte. Auch kein Blödsinn. Aber der sammelt viel mehr Stroh als Holz, ne? So wie ich das sehe. Ja. Na gut. Nicht schlimm. Da haben wir noch einen Dilo. Da lacht er wieder. Kann ich eigentlich vom Sattel aus mit dem Bogen schießen? Oh, das kann ich tatsächlich. Das ist ja gar nicht schlecht. War bestimmt irgendwie so ein Vogel oder sowas, der uns von angegriffen hat, ne? Guck mal, wie er ihn jagt, ne? Das trifft doch im Leben nicht. Habe ich doch getroffen? Und wir gehen mal ran jetzt hier. Schon wieder nicht getroffen, ne? Perfekt. Läuft. So, was machst du? Gewicht, Ausdauer. Ich glaube, wir gehen hier ein bisschen auf Gesundheit. Oh, da ist schon wieder ein. Oha, oha, Leute, hier ist. Okay, okay, das sollten wir so nicht machen. Ich nehme mir mal die Bola. Vielleicht können wir die ja schon. Habe ich Fleisch dabei? Ein bisschen Fleisch. Kann ich meinen Knüppel reparieren? Den ein bisschen fasern. Ich würde den gern vorher schnell einmal reparieren. Bevor wir eventuell uns ein paar Dinos holen. Kriegen das hin, ne? Wir schaffen das. Er hier ist ganz aufgeregt. Warum? Alle ganz aufgeregt hier. Guck mal, da kommt er wieder angelaufen. So, Freundchen. Na? Jetzt gibt's auf die Glocke. Okay, okay, das hat schon mal geklappt. Oh, 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 ich sehe schon. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Kriegst du das hin? Wir hoffen es mal, dass er es hinkriegt. So, ich krieg's vielleicht auch noch hin hier. Wir halbieren den mal und packen den mal hier rüber. Hast du das erledigt? Hast du ihn kaputt gemacht oder was? Du bist ja ein Heftiger. Du bist ein ganz Heftiger, ne? Level 25, na gut. Ja, erstmal eingekackt. Perfekt. Huch. Und da haben wir unseren ersten Dilo. Hallo, hallo, hallo. Was machst du denn? Hallo, Digga. Bist du irgendwie verhalten? Oh Gott, was muss ich hier machen? Bist du irgendwie dumm? Ich hoffe, ich hau jetzt den richtigen. Oha! Ich glaube, ich muss ihn mal auf passiv stellen. Wie er durchhält, ne? Wie er durchhält! Der letzte Fausthieb hat ihn niedergestreckt. Eieieiei. Das war jetzt so nicht gedacht. Leute, was ist denn? Was ist denn überhaupt mit euch hier? Hier, Leute, ihr müsst hier mal bitte alle passiv. Jetzt muss ich mal eben schauen. Habe ich dich jetzt auch passiv gemacht? So, damit sie hier nicht gleich immer alle wegboxen, ne? Junge, Junge, ihr seid ganz schön aggressiv. Okay. Dann kommt mal mit. Auf geht's. Haben wir... Achso, ich muss bei ihm den Folgeabstand nochmal einmal einstellen. Obwohl eigentlich soll er mir ja gar nicht so folgen. Ich habe ja einen Sattel, ne? Ich könnte ja auch einfach auf ihm reiten. Wäre ja auch eine Möglichkeit. Ich will mal eben schauen, ob wir uns den Lederschlafsack... Können wir uns herstellen? Stellen wir uns einmal her. Habe ich noch meinen anderen? Habe ich tatsächlich noch, ne? Leute, erste Folge, 3 Dinos gezähmt. Ich bin selber total begeistert gerade. Okay. Wir legen uns hier hin. Dann würde ich sagen, machen wir uns noch ein Feuer. Damit wir genug zu futtern haben. Ich weiß gar nicht, wo unser anderes hier lag jetzt. Ein bisschen Stroh brauchen wir. Holen wir uns fix hier vom Baum. Das reicht schon, ne? Hey, Dicke. Machen wir jetzt hier direkt beim Schlafsack einmal ein Lagerfeuer hin. Ja, geht nämlich schon los. Er hat schon Hunger. Er hat Hunger. Ist überhaupt kein Problem. Wir haben ja noch ein bisschen was zu futtern. Stellen uns trotzdem eins hierher. Stellen das hier hin. Und so. Machen wir uns hier direkt was zu futtern. Das kann man ja einfach laufen lassen, ne? Wir haben ein bisschen Holz, haben wir auch. Hier, schmeiß rein. Alles gut. Die anderen 7 schmeißen wir uns im Dilo gleich rein. Beziehungsweise das mal so. Wir teilen das mal auf. Halbieren. Und dann haben wir noch ein bisschen was zum Zähmen, ne? Sehr, sehr schön. Jetzt gucken wir mal, ob wir unseren Knüppel reparieren können. Fehlen uns Fasern und Holz. Da fehlt uns einfach alles für. Gut, Leute, ich würde sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge. Und gucken wir mal, ob wir uns direkt noch mehr Dinos zähmen. Und wo wir denn hingehen. Base bauen, wie gesagt, würde ich am liebsten in der Nähe vom Wasser machen, aber auch da, wo wir ein bisschen Ressourcen haben. Also klar, hier haben wir Stein und Holz, aber Metall fehlt hier halt, ne? Okay, Leute, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, ihr habt da Bock drauf, genauso wie ich. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao.